Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outer Wilds. Wir machen uns heute nochmal direkt auf den Weg zum Schotzturm. Und ich merke gerade, ich habe den Ton da nicht leiser gemacht. Mir fliegt hier gerade wieder alles um die Ohren. Na, komm schon. So, jetzt. Aber vorher nochmal einen Blick ins Log. Welchmanns Lager, hohle Ranke. Feldspann lebt. Feldspann hat mit dem Schiff abgestürzt und lagert nun in einem riesigen Anglerfischskelett. Feldspann glaubt, dass sich beim mein Verfolgungsgerät nicht irrt, obwohl es anzeigt, dass sich mein Scout an zwei Orten gleichzeitig befindet. Feldspann hat eine Theorie, dass der Raum im Schwarzton anders funktioniert. Feldspann meint es nicht allzu eilig zu haben, in die Zivilisation zurückzukehren. Feldspann genießt anscheinend die relative Ruhe. Feldspann deutet an, dass das Rätsel um den Weg ins Kern der Untiefen der Riesen am Ende der hohen Ranke liegt, in welchen das Schiff abgestürzt ist. Um Feldspanns Schiff zu finden, sollte ich zum Schwanzende des Anglerfischskeletts gehen und im Nebel durch den Flaggern das Licht suchen. Genau, das haben wir letztes Mal auch gemacht, aber da ist uns dann ja eine Sonnenexplosion in den Weg gekommen. Darum muss ich es da jetzt nochmal hin. Da suchen wir uns erstmal wieder unsere Ranke. Ne, hier ist eine Warpstation. Hier auch nicht. Wo ist denn das Kackloch? Hier. Nee, hier ist auch nicht das Loch, sondern der komische verhandelnde Felsen. Und wo ist es denn da wahrscheinlich? Dort, wo es raucht. Genau. Ich muss ja nicht schön stehen, ich muss nur stehen. Und den brauche ich eigentlich noch gar nicht, aber egal. Warum hält es jemand die Ohren zu? So, damit wir da wissen, welche Ranken wir rein müssen. Ab geht er. Doppeltes Signal und dahin mit Autopilot. Das ist natürlich jetzt blöd. Wahrscheinlich hätte ich immer dieses Buch lesen müssen, aber da war ja schon die Explosion so weit, dass ich wahrscheinlich nicht zu Ende lesen haben hätten können. Dann wäre das auch irgendwie blöd gewesen. Oh, hallo Eindringling. So, müssen wir aufpassen, dass wir nicht von irgendeinem Anglerfisch gefressen werden. So. Direkt rein in die gute Stube. Licht noch ausmachen, meine Güte. Ich hab's vergessen. Gaut da unten. Okay. Sehr schön vorsichtig bewegen, damit wir nicht außer dem Anglerfisch zu nahe kommen und der uns dann aufschnabuliert. So. Ein bisschen höher und ganz viele Lichter sind da drin. So.
So, und einige sind natürlich jetzt hier definitiv Anglerfische. Ich nehme mal das ganze Rechte. Weil ich denke mal, da habe ich das wenigste Risiko, dass ich irgendwo einem Anglerfisch zu nahe komme. Mit nur noch einem Kilometer bin ich ja schon eigentlich fast da. Huch, leck. Crash. Na toll. So, und hier sind wir wieder. Mir ist gerade das Spiel ja gecrashed. Da bin ich einfach nochmal direkt hier hingeflogen. Ohne euch jetzt nochmal mitzunehmen, weil was ist hier? Oh, aua, angeeckt. Ist ja nie, hallo, wo hänge ich denn jetzt hier? Ist ja nicht so viel passiert. Da konnte ich mir mal den Weg sparen. So, hier rein in die Ranke. Und wir landen mal hier in der Ranke. So. Wir stehen sicher. Anzug habe ich schon an. Ist alles aufgefüllt? Ich glaube schon. Ja. Alter, Schiff. Meißt mich sofort wieder raus. Ne, zieht mich sofort wieder rein. So. Bonk. Mal wieder Licht anmachen. Hier kommt, glaube ich, kein Anglerfisch. Ups. Und schon sind wir auf Untiefen der Riesen. Hm? Mehrere Markierungen. Ich will hier hoch. Wir haben nämlich auch wieder Schwerkraft, die mir gerade zu schaffen macht. Zwar nicht viel, nur 0,4, aber immerhin. Ich weiß nicht, ob man diesen Ort hier eigentlich auch so erreichen könnte. Wenn du von da oben reinfällst. Möglich, hä? So. Hier ist ja irgendwo dann die Notizen da. So, wie kommt man denn jetzt in den Kern? Tour 4, Eintrag, ich sag mal nichts. 1. Abstürze 3. Langweilige Abstürze 0. Persönliche Bestleistung. Oh, wow. Hätte nicht gedacht, dass ich eins von diesen Viechern außerhalb der Untiefen der Riesen sehen würde. Da drin waren sie ziemlich nützlich. Vielleicht könnte eine Quelle hier auch nützlich sein. Wirk, das Ding schmeckt schrecklich. Außen ist es wie mit Gummi überzogen und ziemlich zäh. Vielleicht ist das eine Isolierung, damit die Innereien der Qualle nicht von den Stromschlägen frittiert werden. Gut, ich begebe mich ins Innere der Quallenhöhle, um herauszufinden, ob das Zeug da drin besser schmeckt. Okay. Das Innere der Quallenhöhle, ist das ja die Quallenhöhle? Ah, man kann durch die Qualle durchlaufen, what the fuck? Notiz an Feldspan, nicht essen, auch wenn du verhungerst. Es wäre sehr traurig, wenn das Letzte wäre, was du in deinem Leben zu dir nimmst. Ich schätze, die Quallen sind nur für die Isolierung von Elektrizität zu gebrauchen. Noch einmal, nicht essen. Mit herzlichen Grüßen, Feldspan. Hm, okay. Aber wie... neutralisieren denn die Quallen Elektrizität? Oder wie kann ich das nutzen? Muss ich da in eine Qualle reinfliegen und kann dann mit der mitfliegen und dann ins Innere des Kerns? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Das können wir natürlich mal probieren. Das heißt, wir müssen dafür aber jetzt zurück durch die Ranke nach Schwarzdorn und dann mit unserem Schiff nach draußen.
Also das Schwarze wieder rauskommen, das ist wahrscheinlich das mal die größere Herausforderung. So, rutsch schon mal hier runter. Und zack. Wir sind wieder in Schwarzdorn. Da ist mein Schiff. Hängt denn das da auf Halbmast? Will ja wissen, wer das geparkt hat. Hallo, warum geht jetzt Licht nicht an? Achso, ich hab's ausgemacht, oder? Ach, das ist... Das ist rumgetrieben und irgendwo durchs Rumtreiben ist es leicht angeditscht. Und da ist der Elektrizität kaputt gegangen. Meine Güte, ist das aber findliche Technik. Hallo. So. Ah, hier haben wir wieder Licht. Sehr schön. Gefrorene Qualle. Felsspann scheint, was, also Felsspann dokumentierte Versuche, die riesigen im Eis gefrorenen Quallen zu essen. Außen waren sie wie Gummi überzogen und ziemlich zäh. Möglicherweise war das eine Isolierung, damit die Innereien der Quallen nicht von den Stromschlägen frittiert werden. Felsspann entschied sich, das Innere der Quallen vorzudringen, um festzustellen, ob sie ihnen besser schmecken. Nach den Kosten der Innereien der Qualle schlussfolgerte Felsspann, dass Quallen anschließend für die Isolierung von Elektrizität zu gebrauchen sind. Waren. Was auch immer. Na gut, das heißt, wir versuchen jetzt mal hier rauszukommen. Wo geht's raus? Da geht's raus. Nee, Moment. Wo ist hier der Ausgang? Doch hier, ne? Jetzt ist hier Felsspann sein Gerät hier reingeschlattert. Wahrscheinlich passiert, während ich den Übergang hatte. So, der Spaß natürlich jetzt nur, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Vielleicht genauso mit der gleichen Taktik, wie ich reingekommen bin, indem ich meinen Scout da durch das Loch ballere. Dafür muss ich ja wohl lieber ein bisschen näher ran. Ups, da ist es weg. Ach ne, da kommt er ja wieder jetzt hier. Hallo Scout. So, ist das hier ein Ausgangsloch? Sieht aus wie ein Ausgang. Nur fragen, komme ich hier direkt aus Ufer. Gut, jetzt bin ich hier in der Ebene. Jetzt ist die Frage. Oder das Rote hat mich doch meistens rausgebracht, oder? Liegt man zum roten Kern? Ne, Moment. Licht noch aus. Ja. Da hat gerade nichts dran. Wow, hier ist wirklich irgendwo ein Anglerwischen. Nein! Kacke! Wo kam denn der auf einmal her? Ich habe jetzt eigentlich nicht so eine Lust, nochmal so eine mega lange Folge zu machen wie letztes Mal. Jetzt muss mal gucken, wie lange gingen die jetzt. 9 Minuten waren das jetzt. Gut, mit dem vorhergehenden Teil, ja, vielleicht irgendwas um die 10, 15 Minuten ins Hochkommt. Aber wenn ich jetzt nochmal eine... Nee, tut mir leid, das mache ich nicht. Oh.
Heute mache ich es nicht. Letztes Mal hatte ich schon so eine mega lange Folge. Die ging ja schon über 30 Minuten. Mache ich diesmal nicht, obwohl wir jetzt halt nicht so viel geschafft haben. Aber der blöde Angler, wo kann denn der auf einmal her? Da war doch sonst nirgendwo einer. Ich wollte einfach nur in das rote Licht. Na gut, dann versuchen wir dann in der nächsten Folge nochmal auf die Untiefen der Riesen. Dort uns so eine Qualle zu suchen, da irgendwie in die Qualle nein zu schwabbeln. Und dann, keine Ahnung, vielleicht kann ich die, wenn ich da drinnen bin, die irgendwie mit mir mittransportieren und dann zum Kern fliegen. Mal schauen, welche Möglichkeiten ich da habe. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Gut, dann danke ich fürs Zuschauen für diese eher kurze Runde, wo jetzt nicht viel passiert ist. Aber die nächste wird dann. Letztes Mal hattet ihr dafür eine längere Folge, die nächste wird dann normal lang. Also macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.